Wo ist denn mein Schatz? Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Oh, okay. Bye bye. Auf nach Lappers! Hallihallöchen, und herzlichst willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry 5. Ich bin immer noch Yumika und ich habe mir gerade eine neue Sniper gekauft, weil anscheinend das Spiel mir meine Sniper weggenommen hat, die ich bekommen habe, weil ich die Deluxe Edition oder sowas gekauft habe. Also, ich habe keine Ahnung, warum die Sniper nicht mehr da ist. Vielleicht. Nee, ich kann es mir nicht erklären. Sie ist auf jeden Fall weg. Und er will anscheinend was von uns, deswegen. Hey Deb, hast du mal Zeit? Dann nenn mich nicht Depp, Alter! Ich bin mindestens genauso schlau wie du. 1 plus 1 ist 5. Und Ich habe eine so. Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen. So wie dir. Ich bin doch so Und nur, geschockt, dass dahin zu Briggs die gehen. Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Wheatie hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Darf ich ihn erschießen dann? Bitte. Spaß. Ja gut, dann hat das jetzt wohl ein bisschen Vorrang. Wir lesen noch kurz, was hier steht. Das habe ich nämlich vorhin einfach übersehen. Ich schlawine ich. Der Whitetail-Schwur. Die Whitetails sind freigeboren. Wir werden alles tun, um zu überleben. Auch Menschen essen? Okay. Wir lassen nie einen Mann zurück. Aber Frauen anscheinend. Wir leisten Widerstand, bis wir frei von Tyrannei sind. Also ich muss sagen, der Text ist sehr sexistisch, weil Frauen lassen sie ja anscheinend dann schon zurück. So bin ich natürlich nicht, denn ich rette sie immer. Bin ich hinbekommen, bin ich hinkommen. Nicht so wie bei der Scheune, wo sie da einfach unten verblutet ist, weil ich looten musste. Geh mal weg hier! Mädel, du! So, gut, wo ist denn überhaupt unser Doggy McDogdog? Sind Hunde hier verboten oder wo ist der? So, haben wir jetzt alles? So, also wir haben jetzt Alien Gun, die MG und Hachi! Also, zum Glück niese ich nicht so, das war echt creepy. Jetzt war creepy. Senior Creeps wäre auch gecreept. Okay, ist anscheinend Hundeverbotszone da unten. Finde ich nicht korrekt. Mein Doggy McDogdog ist stubenrein. Das wissen wir alle. So, jetzt holen wir uns natürlich hier. Erstmal unseren Hebel, was sind das hier? Noch so einer. Okay. Nur ein rotes Leiter. Okay. Also, unser Flugzeug ist weg. Warum verschwinden all unsere Sachen? Kann mir das mal jemand erklären? Jetzt ist der Heli auch weg. Hä? Warum? Ist der vielleicht jetzt doch da unten oder wie? Das finde ich jetzt nicht so nice. Okay, wo ist denn jetzt diese Mission, die wir machen sollten? Wo ist sie denn jetzt? Ich sehe die Mission gar nicht. Ach da. Okay, da soll man hin, aber der Flieger ist halt jetzt weg. Warum? Warum ist der Flieger denn jetzt weg? Kann mir das jemand erklären, warum der jetzt auch weg ist? Erst verschwindet unser Sniper, jetzt der Heli. Das ist. Keine Ahnung, was der Käse soll. Und jetzt dieser andere Heli, der. Okay, da ist er wieder. Hä, aber warum? Warum? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut.
Da muss man wohl zu Fuß. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Also ich weiß nicht, was dieser Schwachsinn soll, dass die Sachen jetzt einfach verschwinden können, aber gut. Dann gehen wir halt zu Fuß. Danke, Spiel. Danke, hast du gut gemacht. Aua. So, wir sind hier irgendwo lang. Das war das Reh oder sowas. Das ist hier. Das hat geschossen, deswegen habe ich zurückgeschossen und so. Hat leider kein Aim gehabt, das Vieh, deswegen hat es mich nicht getroffen. Was? Das war ein Kopfschuss. Der war 100 pro drauf. Oh cool, ich habe ihn getroffen. Was ein Quickdrop. Da hat sie ihn weggemetzelt. Okay, erstmal die Munition holen. Na, ja, fuck it. So, dann holen wir das hin noch, sonst wäre er ja umsonst gestorben, das arme Tierchen. Okay, aber der Heli ist auch nicht mehr da anscheinend. Wir fahren ja jetzt mal kurz hin und schauen, ob er vielleicht weiter vorne steht. Weil ich würde echt gern den Heli zurückhaben, wenn es geht. Ist auch gut. Ne, kein Heli. Kein Heli für uns. Finde ich jetzt nicht korrekt vom Spiel. Das finde ich ganz und gar nicht korrekt. Also, der Kultist war gerade echt ein Schnellchecker, ey. Das ist doch schon bescheuert. Jetzt darf ich hier den ganzen Weg rüberfahren. Hoffentlich dauert es zu lang. Was war das für ein Geräusch? Egal, egal. Fuck it. Fuck it, wird schon irgendwas gewesen sein. Nicht unser Problem gerade. Hallo, andere Mission. Wir haben keine Zeit. Wir haben eine viel wichtigere Mission. Irgendeinen Deppen retten, damit er uns nicht verpetzt. Wie? Wie beobachten die uns denn die ganze Zeit? Die sind unten in irgendeinem Bunker. Nein, 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 nein! Ups. Alles gewollt, Leute. Alles gewollt. Alles gewollt. Au. So, dann schauen wir mal. Ich weiß, ich mache die Alien Gun eigentlich Geräusche? Und ich sehe keine Gegner. Also noch sehe ich keine. Komisch, scheint sehr still zu sein. Oh, da ist einer. Aber irgendwie. Only you. Ach, deswegen habe ich die Trophäe bekommen. Okay, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sieht mir das sehr stark nach Falle aus. Weil die Bewachung ist echt mickrig. Oh, okay. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Also die Bewachung ist sehr äußerst mickrig. Also ich habe bis jetzt nur einen gesehen. Normalerweise ist man gewohnt, dass die ja schon hier 100.000 Leute hätten. Okay, da ist noch einer. Okay. Vielleicht ist es tatsächlich am besten, wenn wir gar nicht erst versuchen, alle zu töten, sondern wenn wir einfach da einbrechen. Wenn es möglich ist, natürlich. Die haben natürlich noch einen Snipper da drüben. Der snippt uns noch weg.
Okay, das wird nicht möglich sein, da unbemerkt reinzukommen. Okay. Hoffen wir mal, dass das klappt. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Komm, Bär! Ja, Bär! Ja! Ja! So ist es gut, Bär! Komm! Nein, er rennt weg! Nicht! Nicht wegrennen, Bär! Okay. Einen hat er so wenigstens wegeliminiert. Warum schießt sie? Es war wohl ein Schuss nach hinten. Okay. Okay, man kann nicht durch Holz schießen. Unmöglich. Zu festes Material. Komm schon, Bär. Mach sie fertig, du Bär. Nice. Da ist der Bär. Komm. Da ist noch ein Bär. Jetzt versammeln sie sich aber langsam alle, ja? Trollololol. Nice, okay. Das finde ich, haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Also das mit dem Fleisch müssen wir rück, können wir ruhig öfter machen. Die ist tot! Okay, das gibt Rache, Bär. Bär, das gibt Rache. Wo bist du hin? Wo bist du hin, du kleiner Drecksack? Komm her! Das ist für die Frau und den Hund. Oh, da lebt er noch. Tierquälen leicht gemacht, oder was? Okay, wieder was gelernt. Bären sterben anscheinend dadurch nicht. Interessant. Was ist eigentlich jetzt mit den Leuten, die uns entdeckt haben? So, was haben wir hier? Da ist das, nehmen wir es noch mit. Hier haben wir noch einen Zettel. Liste der Durchgefallenen. McCollin für ein angeblich zukünftiges Mitglied der Marines Prüfung nicht lange mitgehalten. Aaron Barnes hat die Prüfung erfolgreich absolviert, konnte aber das letzte Opfer nicht bringen. Hingerichtet. Alter. B. Bauer. Sehr vielversprechend, ist dann aber an zweiten Prüfung gescheitert. Mr. Rosmoski. Schon an der ersten Prüfung gescheitert, kein Edensgate-Material. K. Kotovic hat alle Prüfungen erfolgreich absolviert, konnte aber das letzte Opfer nicht bringen und musste eliminiert werden. Zweite Prüfung abgeschlossen. Auf der Flucht erschossen, hingerichtet, Prüfung gescheitert. Na gut. So, was haben wir hier? Eigentlich wollte ich das nicht machen.
So, ich hol mir nur den Schlüssel und was haben wir hier? Sektenpredigt. Um durch das Tor zu treten, muss man etwas von sich selbst opfern. Die eigene Vergangenheit loslassen und sich voll und ganz der eigenen Zukunft mit dem Vater hingeben. Das Opfer muss etwas von Bedeutung sein. Was ist es, was dich hier hält? Was ist es, was dich hier verankert und dich daran hindert, dich aus freien Stücken. Was? Ist irgendwas passiert? Nix? Okay. Dann retten wir jetzt mal Elis Kollegen. Hey Bro, bist du hier? Schwaches Fleisch. Okay, da hinten ist noch ein Bär. Ich glaube, wir haben die Bärenpopulation in der Region ziemlich angekurbelt. Das könnte sein, dass wir das gemacht haben. Achso, wir sollen ja nur irgendein Tape austauschen, glaube ich, oder? Okay, dann müssen wir schauen, wo wir das austauschen. Weil ich habe null Ahnung. Das ist echt ein Ding hier. Okay, das sind ja hier so das Folterzimmer, also werden die ja nicht hier sein. Oh, was haben wir hier? Games. Er gönnt sich richtig. Der will richtig das Far Cry Battle Royale haben. So. Den muss ich mir natürlich noch holen. Schöne Wache. So, ist das hier draußen oder wie? Aber. Okay, hier ist das Mikrofon. Aber wo ist dieser Rekorder? Suche im Hotel nach Brick. Okay, wir sollen wirklich Brick selber suchen, okay. Ich dachte, wir sollten den Rekorder austauschen, haben die doch gesagt. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir mal da hoch. Oder was haben wir hier? Geht gar nicht auf, okay. Hallo? Bricksy Bricks. Bricksy McBricks Bricks. Wo bist du? Ich habe ein paar Süßigkeiten für dich. Bist du hier? Nee, aber irgendein Zettel, okay. Sektenindulgenzprozess. Haltet euch bei der Ankunft eines neuen Anwärters an folgende Abläufe. Erstens, nehmt ihm sämtlichen Schmuck ab, inklusive Uhrenringe und Halsketten. Habt ihr bei mir aber nicht gemacht. Schnallt ihn an einen Stuhl fest und vergewissert euch, dass er die Fixierung straff sitzt. Drittens, bringt ihn einen der vorbereiteten Räume. Also bringt ihn, okay. Gebt ihm die erste Dosis, die genaue Menge. Je nach Gewicht findet ihr in der entsprechenden Tabelle. Fünftens, startet die Musik und die Dia-Show. Sechstens, schaut alle 2 bis 3 Stunden vorbei, um ihn zu überprüfen, ob er zusätzliche Dosis braucht. Also bei uns lief das ein bisschen anders ab. Bei uns war der absolute Megaboss ja da. Der hat sich total um uns gekümmert, die Sau. Bei uns hat es ja erst gewirkt, wo er diese Spieluhr benutzt hat, weil wir einfach zu krass dafür waren. Es gibt kein Versehen. Und nun kann sich Technik abwehren. Jetzt steht der Kollaps.
Training. Was geht bei dem ab? Ist das stoned? Bist du stoned? Willkommen zurück. Zeig das gleiche wieder, oder? So, hallo, wo bist du denn? Wo ist der Schlawiner denn? Ich finde den nicht. Okay, dann gehen wir mal noch mal eine Etage höher. Wie kommen wir überhaupt da hoch? Ah ja, so, okay. Das ist sicher so gebaut worden, dass man da hochklettert. Hallo? Jemand hier? Hallo. Wo sind die denn alle? Es wirkt immer noch wie eine Falle. Hier ist so ziemlich niemand. Da draußen waren ein paar Leute und das war's. Opfer. Cold Stirred Your Meat. Das ist Fleisch. Ja, das ist aber echt. Wo ist der Kerl? Ich wusste es. Kiddo, ich sehe Mörser und MGs da draußen. Sei kreativ, die haben eine Menge Spielzeug. Ja, wenn dem so ist. Die kommen von der Straße her. Okay. Oh, ist da jetzt noch ein Bär gekommen? Da schenke ich dir. Nein, Doggy, weg da. Okay. Hätte die wollen es aber echt wissen, ne? Okay, wo ist der See? Da hinten? Wo ist der See? Und jetzt echt, wo ist der See? Ich sehe keinen See. Oh, hinter mir ist der See. Okay, die kommen doch locker über die Brücke rüber. Oh, das ist keine Brücke. Sektenbubis? Wo bleibt ihr denn? Sektenbubis? Wo seid ihr denn? MC Sekte? Oh, die sind schon im Haus. Ach so ist es. Ja dann. Boom. Mal nochmal hier rüber. Dann nochmal hier rüber. Ich finde, es ist ein echt cooler Mörser. Oh, ich liebe den Mörser. Gleich nochmal. Was geht? Okay, man muss das ein bisschen besser berechnen. Aber es tut doch weh. Jetzt habe ich,
Jetzt habe ich die ganze Show verpasst wegen denen. Oh Mann! Das wäre so schön gewesen. Was war das denn? Einfach mal von da kommt irgendwo ein Pfeil, also wird da schon irgendwas stehen. Ist hier vielleicht was? Okay, ich komme hier nicht mehr weg. Die sind hinter mir. Okay, die wollen ein Sniper-Duell, Leute. Okay, wo seid ihr denn? Wo sind die? Okay, da hinten ist wirklich einer. Aber ich treffe den nicht. Das müsste ich nur mal herausfinden. Da ist er. Da ist ein Hammer. Und da hinten ist anscheinend noch einer. Ah! Ich glaube, ich bin hier. Zuerst mich zu einem Killer machen und dann nicht killen wollen. Ah, das ist nicht gut. Der Sniper hat uns zu gut unter Beschuss. Nice. Okay, jetzt haben wir den Sniper zumindest schon mal. Jump schon! Tut mir leid, Doggy! Ja, Doggy schafft's! Und noch einen dahinterher. Doch, ich hab's nicht geschafft. Ich rette dich, Doggy. Keiner wird zurückgelassen. Vor allem Hunde nicht. Bisschen mehr wert auf Menschen. Gut, dass sie so ein gutes Aim haben. Okay, der ist irgendwo da hinten wieder. Nein! Ihr Schweine! Ihr Teequäler! Ja, so viel zum Sniper-Duell, ne? Betrüger! Ja, natürlich kommt. Ja, gut, wir streicheln ihn heile. Komm, vielleicht treffen wir den Heli mit dem Mörser. Das wäre natürlich echt geil. Komm her. Na, den werden wir so nicht treffen, oder? Wo ist er denn? Gut, er geht runter aus irgendeinem Grund. Oh cool, wir haben ihn doch noch getroffen. Hinter mir ist jetzt auch was. Ah, das ist einer der dicken Jungs. Ah, das juckt den überhaupt nicht. Der gibt richtig einen Fakt drauf. Okay. Komm, das war halt scheiße. Er hätte gern ein bisschen länger gestunt sein dürfen. Ja, guter Hund. Ah, Mister, ist irgendjemand. Hat da einen Raketenwerfer oder sowas? Ey, das ist so bescheuert, dass das bei dem nichts bringt. So, jetzt haben wir dich.
Der Hund hält ganz schön was aus. So, der hat den Raketenwerfer, die Sau. Ich hoffe, das war kein geschütztes Lied. Woher weiß er das denn bitte, wenn er da keine Kameras drin hat, wie er vorhin schon gesagt hat? Ich habe keine Kameras hier drin, aber Hauptsache, ich weiß, wie es ihm geht. Warum sollte er es nicht mehr benutzen? Er kann doch einfach neue Leute hinschicken, oder? Ich meine nur. Mist. Wow. Befrei dich. Abgeschlossen. Yeah. So, willst du uns noch irgendwie was sagen, weil du angepisst bist? Der echt schlechter Verlierer, der hört sich an wie so ein Kitty, das bei COD verliert und sagt, der ist nicht gut, der ist schwach. Schwach ist er. Wir haben viel Geschrei aus dem alten Kings Hot Springs Hotel kommen hören. Aha. Er sagt, er muss da Leute foltern. Ich hoffe, du kannst da irgendwie helfen. Oh, was haben wir da? Oh, nee, das machen wir jetzt nicht. Nee. Obwohl, wir könnten uns jetzt mal hier sie mal wieder herholen. Logbuch. Na gut, dann machen wir als nächstes. Oh, falsches Menü. Oder doch nicht? Achso, okay, hier oben. Nee, Moment, wie komme ich? Ah, also okay. Erreiche den Wachturm. Okay, dann machen wir das zuerst. Und dann würde ich sagen, ist das Video jetzt hier an der Stelle vorbei. Ich hoffe, es hat euch natürlich mal wieder gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn euch denn mein Content gefällt. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.